Der Filmwissenschaftler Dr. Markus Stegelegger setzt sich im Rahmen der beliebten Buchreihe Filmgenres mit dem Thema Kriegsfilm auseinander. Was dieses Genre so besonders macht und warum es sich von anderen so unterscheidet, erzählt er uns in Mainz. Man könnte Kriegsfilm als ein Genre definieren, das grundsätzlich Krieg behandelt. Aber für unser Sprachverständnis sind das vor allem Filme über die Kriege des 20. Jahrhunderts bis heute. Der Kriegsfilm behandelt sehr oft ethische Fragestellungen, also ganz grundsätzliche Grenzsituationen, in die Personen gebracht werden, wo sie Entscheidungen treffen müssen, wo sie sich für oder gegen bestimmte Handlungsweisen entscheiden müssen. Der Beginn des Kriegsfilms liegt im Beginn der Filmproduktion, also Ende des 19. Jahrhunderts. Man hat sehr früh angefangen, erst fotografische und dann auch filmische Dokumente von kriegerischen Auseinandersetzungen aufzunehmen. Das heißt, man hat sehr frühe Dokumente von dem amerikanischen Bürgerkrieg, die fotografisch festgehalten wurden. Und man hat spätestens den Ersten Weltkrieg, der eben auf Filmmaterial aufgezeichnet wurde. Und mit dem Ersten Weltkrieg beginnt im Grunde auch die Geschichte des Kriegsspielfilms. Aus der Sicht des Kriegsfilms als Genre ist der Begriff Antikriegsfilm eine bestimmte Perspektive auf das Genre. Das heißt, man findet tatsächlich Filme, die sehr bewusst gegen bestimmte Kriegshandlungen sich aussprechen. Filme wie Im Westen nichts Neues. Diese Filme sind relativ selten. Also man wird erstaunt sein, wenn man sich eine ganze Reihe von Kriegsfilmen ansieht, wie indifferent diese Filme ideologisch mit ihrem Thema umgehen. Also wenn man sich in einer Inszenierung von Kurzfilmen mit Kriegshandlungen auseinandersetzt, wird man notwendigerweise auch aus Budgetgründen einen kleinen Ausschnitt wählen, die man dann ins Zentrum stellt und die vielleicht auch metaphorisch eher wirkt, als dass sie einen realistischen Zugang ermöglicht. Der Kurzfilm Der letzte Bus bedient sich ja teilweise einer Ästhetik, die man sonst von Animationsfilmen kennt. Und er ist hochgradig metaphorisch. Das heißt also, wir müssen eine Übertragungsleistung erbringen als Publikum, dass wir das, was dort geschieht, nämlich die Tiere, die vor der Jagd flüchten, als eine Metapher für eine Kriegssituation begreifen. Das ist natürlich relativ schnell zugänglich und funktioniert dann auf dieser überhöhten Ebene, also auf dieser bildhaften Ebene, sehr gut. Otavrite! Otavrite! Pěkné kožůšky. Víte, co hledáme? Vy si sedni, teba nechceme. Dnes jsme už měli jedného vlčka. Einen metaphorischen Kriegsfilm zu machen, wie zum Beispiel Der letzte Bus, ist dem Versuch geschuldet, etwas Universales aussagen zu wollen. Also etwas ganz Grundsätzliches. Und die Bildhaftigkeit, die das Ganze enthistorisiert, ja, und aus dem konkreten politischen Kontext heraushebt, macht es aber umso allgemeingültiger. Das heißt, das Publikum ist dadurch geneigt, das Ganze doch eher noch auf sich auch zu beziehen. Ja? Also, weil man kann es nicht von sich wegschieben in diesem Moment. Krieg ist menschheitsgeschichtlich eine absolute Universalie, denn wir müssen bedenken, dass die Geschichtsschreibung sehr stark eine Kriegsgeschichtsschreibung ist. Und wir eine Vorstellung entwickelt haben, dass die Menschheitsgeschichte eine Abfolge von kriegerischen Auseinandersetzungen ist. Insofern kann man sagen, dass das Kriegsfilmgenre etwas Universales hat. Und jede Kinematografie, also sei das aus Asien, aus Amerika, aus Europa, hat ihre eigenen Kriegsfilme. Denn diese Kriegsfilme sind oft identitätsstiftend für das Publikum. In Kulturen, auch in westlichen Kulturen, die eine sehr starke Militärtradition haben, wie zum Beispiel Großbritannien oder Amerika, hat der Kriegsfilm als Genre eine wesentlich bedeutendere und auch bewusster wahrgenommene Funktion als zum Beispiel in Deutschland, wo er eher so ein Randphänomen darstellt. In Deutschland werden auch sehr wenige Kriegsfilme produziert zum Beispiel, wie überhaupt sehr wenige Genreproduktionen aus Deutschland kommen. Aber in der Tat denke ich, die amerikanische Öffentlichkeit ist sich und auch die Politik ist sich bewusster über die Funktion von Kriegsfilmen, als das zum Beispiel in Deutschland praktiziert wird. Aufmachen.
Großeltern besuchen? Oder Film liefern? Was jetzt? Great ist ja ein Film, der die mediale Aufarbeitung von Krieg und Propaganda selbst thematisiert. Also indem hier ein quasi amerikanischer Anti-Nazi-Film wie Der große Diktator selbst zu einem Thema wird. Also indem er quasi unfreiwillig den Nazi-Soldaten vorgeführt wird, gibt es hier ein Nachdenken über die Funktion von Film als Propaganda und auch als Gegenpropaganda. Und deswegen ist es ein sehr stark metareflexiver Kriegsfilm, wenn man das so nennen darf. Das ist alles andere, aber nicht das Wunschkonzert. Der hat ein bisschen nach Jugoslawien geschaut. Das Besondere an Great ist, dass er eine sehr kleine Situation kreiert, die sehr viel aussagt über das, was grundsätzlich passiert ist, natürlich im Verlauf des Zweiten Weltkrieges. Also eben diese ideologische Voraussetzung, die überhaupt zu diesen massiven Kriegshandlungen geführt hat und wie man damit umgehen kann, wie man auch Widerstand versuchen kann, der nicht notwendigerweise kriegerisch ist. Es ist also durchaus ein Film, der die Kriegshandlungen selbst stellenweise in Frage stellt. Wer sich entscheidet, eine Kriegshandlung und eine historische Situation, die vor dem Kriegshintergrund spielt, zu inszenieren, hat eine große Verantwortung, weil diese Inszenierung das Bildarchiv des Publikums füllt. Und aus diesem Bildarchiv, das wir als Publikum entwickeln, glauben wir, uns erinnern zu können, wenn wir zum Beispiel hören, der Zweite Weltkrieg. Dann haben wir gewisse Bilder im Kopf. Und diese medialen Bilder werden geprägt durch fiktive Inszenierungen in vielen Fällen. Und jetzt sehen wir den Kurzspielfilm Great. Während des Zweiten Weltkriegs transportiert ein junger Serbe eine schwere Kiste im Zug, deren Inhalt explosiv ist. Great von Andreas Henn.